Der Flugzeugbauer Boeing gerät bei der Auslieferung seines neuen Langstreckenfliegers 777X weiter unter Druck. So habe der Rumpf einer Maschine bei einem Test schwere Schäden davongetragen. Die Seattle Times hat Fotos veröffentlicht, die das Ausmaß zeigen sollen. Boeing hatte im September Drucktests vorgenommen, bei der eine Maschine bewusst extremen Bedingungen ausgesetzt wird, um die Stabilität des Flugzeugs zu testen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA, deren Inspekteure bei dem Test anwesend waren, hat Ermittlungen eingeleitet. Unklar war zunächst, wie sich das Problem auf die Zertifizierung der Boeing 777X auswirken würde, die sich bereits um Monate verzögert hat. Boeing steckt bereits wegen einer anderen Maschine in einer schweren Krise. Seit März gilt ein weltweites Flugverbot für die 737 MAX, nachdem bei zwei Abstürzen von Maschinen diesen Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen waren.